Mit der Sophistic-Version 2023 wurden die Grasshopper-Komponenten der Vorspannung komplett überarbeitet und das wollen wir uns in diesem Video anschauen. Hier haben wir unser Skript und ich gehe auf den Bereich der Vorspannung. Und auch hier sehen wir schon diese Old-Kennzeichnungen bei den Komponenten, die einfach veraltet sind. Schauen wir uns den Bereich im Kartenreiter Sophistic Tendon an. Ich lege hier mal daneben, wie es früher aussah. Ja, das ist der neue Kartenreiter und ja, man sieht schon, das sieht ganz anders aus. Schauen wir uns die Komponenten also im Detail an. Ursprünglich begonnen hatten wir ja mit einer Excel-Tabelle, in der das Vorspannsystem beschrieben ist. Und die Tabelle war so aufgebaut, dass die Spaltenüberschriften genau den Parametern der Komponente entsprachen. Diese Komponente, wie gesagt, ist alt und sie heißt neu PT System. Hier haben wir sie. Und so habe ich jetzt natürlich die Excel-Tabelle angepasst, damit auch hier die Spaltenüberschriften jetzt den Parametern der neuen Komponente entsprechen. Also hier ist unsere Excel-Tabelle. Im Wesentlichen wurden die Spalten anders sortiert und es gab einige Begriffskorrekturen, also was hier früher noch Wires, Number of Wires hieß, heißt jetzt Correct Strands. Das sind einfach die Litzen. Also verbinden wir wieder 1 zu 1 mit der Excel-Tabelle, die ich Ihnen auch dann zum Download zur Verfügung stellen werde. Einmal alle miteinander verbinden. Ups. Und hier diese Komponente können wir jetzt wegtun. Wir nehmen natürlich hier dieses Kabel auch in die neue Komponente. Also das ist die erste Komponente, die ich mit Delete dann einfach entferne. Hier hatten wir eine Pipe-Komponente angeschlossen, um das Hüllrohr darzustellen. Und das will ich hier auch wieder verbinden, sodass wir ja, man kann es erkennen, das Rohr besser sehen. Der nächste Punkt ist die Beschreibung der Vorspannungsgeometrie. Da schauen wir mal hier rein. Da gibt es jetzt also drei Einträge. Vorher, wenn ich das nochmal dazu nehme, gab es hier nur Standard und Stretched und jetzt gibt es Curve, Spline und Straight. Die Komponente Curve ist dafür gedacht, dass Sie also die Geometrie, wenn Sie die schon als Kurve vorliegen haben, die Geometrie der Vorspannung, dann können Sie die hier direkt übernehmen. Dann haben wir die Komponente Straight, das ist diese hier. Die können Sie verwenden, wenn Sie die genau die Position der Umlenkblöcke eingeben wollen, also hier Länge und Radius der Umlenkblöcke. Es gibt übrigens auch wieder eine aktualisierte Dokumentation. Wir sehen es hier, Sophistic Documentation 2023, wo beispielsweise auch diese Komponente hier beschrieben ist. Wir brauchen für unser Skript die Komponente Spline. Und das sieht auch hier wieder recht ähnlich aus. Es ist jetzt aber wirklich so, dass es nur um die Geometrie ging. Das war hier noch bisher ein bisschen vermischt. Hier sehen wir Pre-Stressing. ID tauchte hier auf. Es geht jetzt also wirklich rein um die Beschreibung der Geometrie.
Wir können hier die Achse natürlich übernehmen. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Hüllrohr-ID zu vergeben. Da sehe ich mal eine 1 vor. Dann geht es weiter mit der Station. Die hatten wir ja hier auch, oder die Stations. Dann einen horizontalen Offset haben wir nicht, weil wir nur ein Spannlied in der Mitte anordnen. Wir haben aber ein Vertikal Offset. Das ist diese. Und dann sehen wir schon, bleibt nicht mehr viel hier übrig. Also Pre-Stressing-ID kommt später und auch Element-Type gibt es hier nicht mehr einzutragen. In der Sophistic-Version 2023 können jetzt übrigens auch die Vorspannungen von der Balkenvorspannung in Flächenvorspannung durchgängig beschrieben werden. Das war früher nicht möglich. Ich kann also diese Komponente jetzt hier einfach entfernen. Stellen wir das mal daneben. Damit haben wir das schon vorbereitet. Das Ergebnis, also die Geometriebeschreibung, ging dann hinein in die Komponente Tenden. Aber ja, wir können es sehen, auch die ist veraltet und neu entspricht das der Komponente Tendon Definition. Das muss ich auch ein bisschen schieben. Also, hier geht zunächst mal die Geometrie jetzt hinein. Die Punkte ID und Name sind unverändert. Hier taucht jetzt die ID des Vorspannungssystems auf. Schreiben wir mit einer 1 hinein und dann geht es weiter mit der Lastfallnummer. Die können wir von hier umstecken. Es gibt die Möglichkeit, die Anzahl der Vorspannglieder einzutragen. Brauchen wir in unserem Beispiel hier nicht. Jetzt geht es weiter mit den Stages, also den Bauphasen. Das war ursprünglich in dieser Komponente hier unten, Tendon Post-Tensioning Attributes. Dafür gibt es jetzt eine eigene Komponente, nämlich hier Construction Stages. Und wenn ich die mal daneben lege, sieht man schon, das sind genau diese drei ersten Punkte hier. Also Einbau, Verpressen und eventuell Ausbau. Also sage ich, Bauphase 21 soll die Vorspannung eingebaut werden und in 22 soll verpresst werden. Dann haben wir diese Kabel auch schon ja, korrigiert und das geht dann dort in den Punkt Stages hinein. Ja, und dann kann man einfach weiter wie bisher machen, also Station Start und Ende. Das sind diese beiden Kabel hier. Und nun gab es hier bisher eben den Ort, wo die Attribute eingesteckt werden. Das ist jetzt hier nicht mehr so. Wir werden erstmal das Ergebnis schon mal umstecken. Dann ist die Komponente befreit und wir haben nur noch hier den Punkt Jack Attributes. Und dafür gibt es direkt drei Komponenten, also Jacking Attributes Azure Direct und Eurocode. Azure nutzen Sie, wenn Sie nach der US-amerikanischen Norm rechnen wollen. Eurocode natürlich entsprechend nach dem Eurocode und die Komponente Direct, die ist ganz neu. Die können Sie verwenden, wenn Sie also die Kräfte schon kennen, also etwas nachrechnen wollen. Wir wollen aber natürlich den Eurocode hier verwenden. Und da können wir auch wieder sehen, dass ich das hier mit den unteren drei Punkten
der bisherigen Komponente entspricht. Also wir hatten hier die Stressing Direction, dann die Sequence und hier unten, das sind ja entspricht den bisherigen K-Values. Sie können auch weiterhin K-Values eingeben, wobei der Neuner schon gar nicht mehr unterstützt wird. Und im Wesentlichen, ja, die ersten sind wahrscheinlich die interessantesten. Tatsächlich können Sie an der Stelle aber sagen, ich möchte die Werte einfach gemäß des Eurocodes verwenden und müssen dann hier einfach nur dieses Minuszeichen eingeben und dann nimmt er die Werte aus der Norm. Hier haben wir noch die Number of Tendons, die gehen da hinein. Und dann haben wir auch diese und diese Komponente hier befreit. Kann ich also beide löschen und brauche nur noch entsprechend die Jacking Attributes zu verbinden. Auch das hier können wir verschwinden lassen. So, schauen wir uns das mal an. Wir sehen, hier ist noch eine Komponente orange und das hatten wir auch schon im Ursprungsvideo, also in Teil 19 dieser Videoserie. Wir müssen hier auf die mittlere, auf das Icon gehen, rechte Maustaste drücken und den Parametertyp auf Span Station umschalten. Und wenn wir das dort getan haben, müssen wir das auch hier machen. Wenn Sie nochmal oder nicht mehr wissen, was es damit auf sich hatte, gucken Sie nach im Videoteil 19. Ja, damit haben wir die Vorspannungskomponenten hier alle aktualisiert. Wir können hier die Gruppierung aufheben und eine neue Gruppierung setzen. So. Und müssen jetzt nur noch herüber schauen, wo das Ganze zusammenlief, nämlich hier in der Sophistic Tendon Komponente. Und auch die hier gibt es neu. Das war ja hier dieses T. Wir können also einfach umstecken. Hier kommen die beiden Kabel hinein. Und wir sehen hier ein paar neue Einträge. Wir haben erweiterte Möglichkeiten, die Plot-Informationen zu beeinflussen. Es gibt jetzt hier einen Wert, einen Boolean-Wert, Clean-Up. Wenn der Wert auf True steht, dann werden alle vorhandenen Vorspannungsdaten aus der Sophistic-Datenbank gelöscht. Neu hinzugekommen ist auch dieser Eintrag-Header. Der ist also nicht nur bei der Komponente neu, sondern bei allen anderen auch. Das sehen wir hier. Der ermöglicht es Ihnen hier bei Head einen entsprechenden Eintrag vorzunehmen, der dann auch im Ausdruck erscheint. Stecken wir also auch dieses Kabel um und löschen die alte Komponente heraus. Ja, damit sollten wir die Vorspannungskomponenten alle aktualisiert haben. Ich nehme mal hier das Häkchen bei Silent Calculation raus und klicke auf Calculate, um zu prüfen, ob das System noch ohne Fehler durchläuft. Warten wir es kurz ab. Ja, also die Tendon-Geschichte ist durchgelaufen. Hier haben wir einen So-Viel-Load-Hinweis, hat aber jetzt nichts mit dem Tendon zu tun. Gut, dann schließen wir das erstmal ab und ich werde noch mit weiteren Update-Videos zu den Grasshopper-Komponenten der Sophistic-Version 23 dann auf Sie zukommen, wenn Sie mögen. Danke und bis zum nächsten Mal.